Hallo Freunde, die Tech-Beta ist gestartet, die letzte Beta von Marauders. Wir erklären euch, was man machen muss, um da reinzukommen, wie lange das Ganze geht, wann ist der Release geplant und vor allem, was gibt es Neues in der Tech-Beta seit der letzten Beta. Die Closed Beta geht vom 6. September bis zum 14. September. Was bedeutet das? An diesen Tagen wird es jeweils ein paar Stunden Beta-Freigabe geben. Am ersten Tag waren es zum Beispiel, ich meine, um die 8 Stunden. Heute wird es 10 Stunden lang Beta-Gameplay geben. Das heißt, immer phasenweise wird die Beta freigegeben für ein paar Stunden. Und am 14. September ist dann Schluss. Danach wird das Spiel komplett zurückgezogen. Und dann folgt der Release, und zwar im Early Access. Das Spiel ist noch recht früh in der Entwicklung, ist noch recht am Anfang. Deswegen Early Access auf Steam, dort könnt ihr euch das Spiel auch holen. Und das Ganze wird dann im Early Access, momentan bezahlen wir um die 27 Euro, wird es um den Dreh auch verfügbar sein. Das Ganze findet dann im Oktober statt. Wir haben noch kein genaues Datum, aber Oktober, darauf haben sie sich festgelegt. Im Menü selber sieht alles aus wie immer, also keine große Veränderung, ihr werdet euch sofort zurechtfinden. Hier die Guides, die sozusagen wieder im Game drin sind. Wir selber haben einen Beginner-Guide gemacht. Wir spielen ja schon seit der Alpha, seit dem Anfang. Könnt ihr euch gerne angucken. Hier einmal der Link dazu. Einmal sozusagen eine Übersicht, wie man am schnellsten in das Spiel reinkommt, was man alles beachten muss und tun muss. Ansonsten findet man alle Standard-Informationen wieder in-game über die Links dieser Videos. Also da haben sie auch nichts dran geändert. Das ist alles noch genauso wie in den Betas davor. Auch die Struktur des Menüs, wie alles aufgebaut ist, wo man was findet. Alles wie immer. Was das Gear angeht und das Crafting, es ist nicht viel verändert worden, allerdings haben sie einige Crafting-Rezepte verändert. Das heißt, die Kosten für einige Crafts sind verändert worden, besser, schlechter, wie auch immer, müsst ihr selber entscheiden, ob es vernünftig ist. Also wir versuchen das Ganze natürlich zu balancen, deswegen geht es immer den Weg nach vorne. Allerdings sehr, sehr interessant, die 7.62mm Munition ist endlich craftbar. Das heißt, 7.62 war vorher nur im Raid findbar, für mit die besten Waffen im Spiel. Und mittlerweile kann man sie craften. Es wurde ein neues Item hinzugefügt, neues Gunpowder. Und dieses Gunpowder braucht man entsprechend für die 7.62. Das heißt, wahrscheinlich ein bisschen seltener zu finden. Aber cool, dass es überhaupt craftbar ist. Sehr, sehr nice. Und so sind auch ein paar andere Dinge neu dazugekommen, wurden verändert und angepasst. Also bei den Crafts werdet ihr einige Veränderungen sehen. Dann kommen wir zu den Skins. Auch bei den Skins sind einige Dinge dazugekommen. Neue Helme, neue Ausrüstungen. Man sieht mittlerweile den Vorbestellerbonus, also diese Piratenausrüstung, die Piratenmaske und den Piratenmantel. Das Ganze ist jetzt mit reingenommen worden und für die Vorbesteller zugänglich. Hier sehen wir gerade die Piratenmaske, wie sie aussieht. Und dazu gibt es so einen roten, langen Mantel. Sieht eigentlich ganz cool aus. Mit dem richtigen Helm kann er schon sehr, sehr martialisch aussehen. Sehr, sehr nice. Also auch hier ein paar Veränderungen in den Cosmetics. Kommen wir zu der Storyline, also zu der Kampagne Zero to Hero. Auch hier hat sich erstmal vom Grundaufbau nichts verändert. Aber es ist tatsächlich doch etwas hinzugekommen. Und zwar haben sich neue Missionen in die Reihe unten eingegliedert. Und es werden noch mehr kommen, haben sie gesagt, zum Release. Viel, 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 viel mehr. Und ja, die haben uns ganz schön rausgenommen, muss ich sagen. Also die zweite Mission alleine schon ist eine Mission, da muss man ein Kettenfahrzeug finden. Das findet man in der Mine. Ich spoilere das jetzt mal hier. Weil es ist wirklich schwer, darauf zu kommen. Es ist in der Mine, unten in der Garage sind ganz viele von diesen alten Zweiten Weltkriegs-Kettenfahrzeugen. Und irgendwo steht ein kleines rotes Kettenfahrzeug. Und dieses rote Kettenfahrzeug, das ist hier gemeint. Junge, Junge, wir haben wirklich Stunden gesucht nach diesem Kettenfahrzeug. Ist ganz witzig eigentlich, dadurch kommt man halt so auf neue Sachen, muss sich wieder Mühe geben, in der Kampagne vorwärts zu kommen. Wir wären viel, viel weiter gekommen in diesen ein, zwei Stunden. Allerdings hat uns diese eine Mission zurückgehalten. Also da nicht wundern, wenn einige neue Dinge dabei sind. Ist ziemlich cool, es wird noch viel, viel mehr geben. Es gibt viel mehr Belohnungen dazu. Das ist ganz nice, weil es den Progress fördert. Es bringt euch dazu, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und ja, es bedient euch auch mit Geld und Items. Sehr, sehr, sehr nice. Was die Jobs angeht, wir haben nach wie vor 3 Slots frei und können immer zwischen 6, 7, 8 Missionen, also Jobs auswählen. Zusätzlich zu der Kampagne. Und hier hat sich momentan eigentlich gar nichts groß verändert. Also das sind immer noch dieselben Jobs, bringe 3 Münzen hiervon oder töte 3 oder 5 Gegner mit der und der Waffe. Das Übliche. Was die Händler angeht, hier hat sich das Repertoire auch stark verbessert. Hier sehen wir zum Beispiel eine neue Rüstung und so seht ihr bei jedem Händler so ein paar neue Sachen.
hier die neue Rüstung in Rot. Sieht ziemlich cool aus, by the way. 9er Klasse, kostet $10,000. Und so hat sich das Repertoire verändert. Also ihr werdet peu à peu immer mehr Items finden. Ich denke mal, zur Release wird noch jede Menge dazu kommen. Das heißt, momentan finden die Schritte nach vorne so auf kleinen Wege statt. Aber cool, also man kann schon viel als Neues entdecken. Wer es nicht mitbekommen hat, dass Synthetic Scrap, was so wichtig ist für unsere Items, für Rucksäcke, für Heilung und so weiter und so fort, das Synthetic Scrap kann man endlich kaufen. Man konnte es schon Ende letzten Beta kaufen. Das haben viele nicht mitbekommen, weil in den letzten Tagen der letzten Beta viele nicht mehr gespielt haben. Der Content ist nämlich sehr begrenzt, man hat schnell alles durchgespielt. Ist eine Frage der Motivation, ob man noch weiter zocken will. Einige machen das nur, um die Quests zu erfüllen, um alles zu einmal zu sehen. Andere machen es wegen Spielspaß, Call of Duty-mäßig reinzurennen, rumzuballern. Ist natürlich Ermessenssache, aber es haben viele aufgehört zum Ende hin und haben deswegen wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass man Synthetic Scrap bei einem Händler kaufen kann. Das heißt, theoretisch, wenn dieser Händler frei ist, achtet drauf, Synthetic Scrap zu kaufen. Damit habt ihr halt einen unendlichen Vorrat an Rucksäcken und an Heilung, was ultra, ultra, ultra wichtig ist. Also vor allem die Rucksäcke hier, die sind absolut Mangelware, wenn ihr keinen Synthetic Scrap habt. Auf Steam selber findet man die Patch Notes, also einfach auf Steam Patch Notes klicken und da habt ihr nochmal eine kleine Übersicht. Da sieht man auch, es wurde nicht so viel verändert. Backend-System angepasst, Exploits wurden entfernt und so weiter und so fort. Aber interessant, 24 Kampagnenmissionen sind momentan drin, also da hat sich einiges getan. Und bei Early Access, bei Release im Oktober, werden 40 Kampagnenmissionen drin sein. Das Ganze wird nochmal fast verdoppelt. Außerdem Überarbeitung der Waffen, Recoil-System, die Schiffe wurden überarbeitet, Ballistik, also alles wurde im Endeffekt überarbeitet. Nahkampfangriffe können jetzt tödlich sein mit einem schweren Angriff, also hier ziemlich übel. Messerangriffe, Zero-to-Hero-Runs vielleicht sehr, 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 sehr stark. Und der Flammenwerfer wurde endlich gebufft. Der war ja ultra schlecht. Also war mal ganz nett anzusehen, wie die Flammen da rauskommen, aber richtig nutzen konnte man ihn nicht. Da wurde stark gebufft. Wir müssen nochmal ausprobieren, wie der jetzt genau funktioniert, ob er wirklich viable ist. Aber da haben sie auf jeden Fall einiges getan. Insgesamt noch Anpassungen in den Kosten, in Rezepten und Sound und so weiter und so fort. Also viele, viele Kleinigkeiten. Wir sind sehr gespannt, was am Ende des Tages dann zu Release nochmal passiert. Und sehen das Ganze jetzt als technischen Test an. Das ist ja so, dass jetzt nochmal Strukturen getestet werden. Ihr werdet vielleicht hier und da Stutters haben, es wird ruckeln, ihr werdet vielleicht nicht reinkommen, Backend-Errors bekommen. Das liegt halt daran, dass sie momentan wirklich viel testen und es ist ja auch ein technischer Test und deswegen auch diese Tech-Beta, die immer nur für ein paar Stunden geht. Und danach werten sie das aus und starten dann wieder mit einer neuen Freigabe. Von daher, wer es jetzt noch zocken möchte, genießt die Zeit noch. Am 14. September ist alles vorbei. Wer jetzt fragt, ob ich diesem Spiel eine Kaufempfehlung geben würde, weil diese Frage höre ich immer wieder. Es ist so, dass wir nur begrenzten Content haben, schon die ganze Zeit in der Alpha, in der Beta. Und ich glaube, das ist, was auch vielen Leuten negativ auffällt. Ja, da ist ja nichts drin, da ist ja noch wenig, das lohnt sich doch gar nicht. Bis hin, dass es dadurch zu einem schlechten Spiel abgewertet wird. Also meine persönliche Meinung ist, das Spiel macht ultra Spaß. Das Waffenfeeling ist geil, macht richtig Spaß. Der Content ist extrem niedrig, also da gibt es sehr wenig Content momentan. Möchte man dieses Spiel kaufen, es kostet momentan jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 27 Euro, will man das Spiel holen, dann ist es so, dass man sich klar sein muss, dass man im Endeffekt nicht ein vollwertiges Spiel kauft, sondern den Zugang zu einem Projekt, das Projekt unterstützt. Deswegen bin ich auch dabei, ich unterstütze das Ganze, ich möchte sehen, was passiert, ich möchte einfach dabei sein, weil ich das Thema allgemein sehr spannend finde. Ist Faction Shooter, ihr wisst, ich mache Videos drüber, was alles passiert und da ist für mich ganz klar, dass ich dabei bin. Aber für einen Spieler, der jetzt einfach nur ein bisschen zocken will, mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal, da ist wirklich noch nicht drin. Vielleicht abwarten, was da noch passiert. Leute, ich verabschiede mich. Sag bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista. Bleibt gesund und sauber. Und wir sehen uns vielleicht bei dem Early Access des von Marauders. Ciao, 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 ciao.